Hi und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich filme übrigens gerade mit meiner neuen Kamera, der Osmo Action von DJI. Und mit der werde ich dann auch unsere Mountainbike-Tour durch den Wald filmen. Ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass diese Kamera gute Aufnahmen machen wird. Ich bin gerade noch am Rasenmähen, noch nicht ganz fertig. Ich werde das gleich noch zu Ende bringen. Und dann später im Baumarkt fahren und Zubehör kaufen für die neue Tagesaufgabe. Also bleib dran und lass dich überraschen, wie die neue Tagesaufgabe aussieht. Bis gleich. So, unser Fleisch. Wir laden das jetzt mal ins Auto ein. Und dann geht die Tour weiter. Dann habe ich schon mal die Töpfe gefunden, die ich brauche. Also es soll ein Blumentöpfe sein mit einem Loch oben. Die müssen jetzt nicht unbedingt grün sein, aber ich habe keine anderen gefunden. Günstig waren sie auch. Und gut, dann geht's weiter. Okay, dann kommen wir zur neuen Tagesaufgabe. Und zwar, wie du schon gesehen hast, habe ich ja Blumentöpfe gekauft. Und wahrscheinlich kennst du die Übung auch schon. Wir nehmen diese Blumentöpfe, ich habe jetzt drei, man kann natürlich auch mehr nehmen. Und unter einem Blumentopf lege ich Leckerlis und schicke dann meinen Hund los und lasse ihn suchen. Ich beobachte ihn und irgendeine Anzeigeform wird er höchstwahrscheinlich zeigen. Das kann sein, er will ganz schnell mit seiner Rute oder er versucht den Topf mit seiner Pfote umzuwerfen, kratzt am Boden um den Topf herum oder versucht ihn mit der Nase umzustupsen. Also alle Anzeichen, die mein Hund dann zeigt, dass er weiß, wo das Leckerli liegt, nutze ich, also das, was er anzeigt. Und seine Belohnung ist dann natürlich, dass ich den Blumentopf anhebe und er das Leckerli bekommen darf. Bei meinen Hunden verwende ich ganz normales Trockenfutter, aber nur deshalb, weil ich weiß, dass sie sehr verfressen sind und dann ist es völlig egal, ob ich da jetzt Trockenfutter drunter lege oder Käse oder sogar eine Fleischwurst. Wenn dein Hund nicht so verfressen ist, dann kannst du natürlich Fleischwurst nehmen, Käse oder auch irgendwas anderes, was für deinen Hund mega gut ist. Man kann natürlich bei einem sehr spielverrückten Hund auch einen Ball drunter legen. Das geht natürlich auch. Im ersten Schritt mache ich es aber auch so, dass mein Hund zuschauen darf, wo ich das Leckerli herunterlege. Natürlich wird er da nicht mit der Nase suchen, sondern wirklich auf sich gehen. Aber ich möchte am Anfang, dass er erstmal versteht, was er machen soll, was ich da tue, dass ich da Futter unter den Topf lege. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, dass mein Hund zugeschaut hat, dann werde ich entweder versuchen, ihn so zu platzieren oder irgendwo hinzubringen, wo er nicht sehen kann, was ich tue. Das ist eigentlich ganz gut. Oder ich täusche an, also ich lege das Leckerli, tue so, als würde ich es unter den linken Topf legen, aber hebe dann noch den rechten ein oder den mittleren. Also versuche ein bisschen Verwirrung zu stiften und hoffe, dass mein Hund nicht so gut beobachtet hat, wo ich das Leckerli hinlege. Aber ganz gut ist immer, den Hund kurz irgendwo anders hinzubringen, sodass er nicht sieht, wo das Leckerli oder der Ball runtergelegt wird und dann ihn wiederholen und ihn losschicken zum Suchen. Man kann auch noch mit seiner flachen Hand über die Töpfe fahren, so als Hinweis für den Hund, hier gibt es was, such mal mit deiner Nase und natürlich das Wortsignal such oder find oder was auch immer mit einbauen in die Übung. Ich denke, wenn dein Hund verstanden hat, was er tun soll, wird er richtig viel Spaß an der Übung haben. Es ist eine relativ einfache Übung für den Hund, aber dennoch eine schöne Beschäftigungsaufgabe für zwischendurch. Okay, ich würde sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen, viel Erfolg und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da und wenn du das erste Mal hier bist, dann abonniere unseren Kanal.
Denk daran, auf die Glocke zu drücken, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn wir wieder neue Videos hochladen. Und dann bis zum nächsten Mal. Dein Sven.